Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge Licia Online. Yay, Romero, sehr cool. Okay, wir gucken jetzt direkt mal hier in den Shop rein, denn wie versprochen geht's heute mit den Komplett-Outfits weiter. Die findet ihr hier oben über Charakter und dann hier auf Dress. So, fangen wir direkt mal mit dem ersten an. Ich finde, es ist eine Mischung aus Winteroutfit, so ein bisschen dicker hier mit dem Fell und Rüstung. Wir haben hier zwar keine Rüstungsteile an, aber wir haben hier Ketten, wie so ein Gürtel um die Taille liegen, auch nochmal an den Handschuhen. Deswegen finde ich das so ein bisschen, ja, ein bisschen winterlich. Das erinnert mich so ein bisschen an Wikinger. Es ist so Wikinger-like. Das nächste Outfit, total mädchenhaft und süß gemacht. Also es ist wirklich total auf putzig hier mit der Handtasche und die Schleifchen und so ganz, ganz leicht, mädchenhaft, frühlingsmäßig, luftig. Ganz anders wirklich als das erste Kleid. Bei dem hier muss ich sagen, da kann ich mich absolut nicht entscheiden, in welche Kategorie ich das einordnen möchte. Ich erkenne da keinen richtigen Stil hinter. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da sagt, ach, das ist doch ganz klar das und das oder das könnte doch das und das sein. Würde mich persönlich freuen. Dann machen wir schon weiter mit diesem Outfit. Fragt mich nicht warum, aber ich finde, wenn hier jetzt der Rock bis auf den Boden gehen würde oder länger wäre, keine Ahnung warum, aber es würde mich irgendwie so an so Märchengestalten erinnern, was weiß ich, Frau Holle oder sowas. Das ist so dieses bisschen mittelaltermäßige hier mit dem gekreuzten Leder drin. Da erinnert mich das so ein bisschen dran. Das nächste Kleidchen wieder sehr auf mädchenhaft, hier mit den Rosatönen und die Schleifchen auch wieder dran, Blümchen, Rüschen. Das ist auch wieder so komplett auf mädchenhaft gemacht. Finde ich eine ganz coole Farbzusammenstellung, muss ich sagen. Und ist auf jeden Fall ein sehr putziges Outfit. Dann das nächste kennt ihr vielleicht schon aus meinem Let's Play. Das war direkt in der allerersten Folge, die hier auf dem Kanal erschienen ist, habe ich das angezogen. Und zwar das Weihnachtsoutfit. Finde ich sehr cool aufgegriffen, das Thema. Es ist nicht übertrieben, aber man erkennt direkt, was es sein soll, durch die Mistelzweige hier noch an den Socken und hier oben an dem weißen Fellkragen. Finde ich wirklich ein sehr schönes Weihnachtsdress. Hier haben wir jetzt so ein typisch asiatisches Kleid in diesem wirklich auch typischen Rot mit dem Blumenmuster hier drüber und dieser hohe Kragen. Finde ich auch richtig Hammer. Vielleicht ein bisschen kurz, aber sehr schick auf jeden Fall. Das nächste Outfit könnt ihr euch ab Level 15 holen und erinnert mich so ein bisschen an den Manga Letterbee. Da geht es ja so um einen Kurier und ich finde, das hier sieht so ein bisschen Post-Kurierreiter-mäßig aus. Hier mit den Taschen an der Seite. Also das könnte wirklich jemand sein, der sich aufs Pferd schwingt und dann morgens die Post austrägt. Das Outfit hier finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt so toll. Ich finde, es ist übertrieben. Es ist mir ein bisschen zu viel Rüschen, ein bisschen zu viel Schleifen. Diese Pumphosen hier noch unter dem Kleid und dieser ausladende Ärmel. Finde ich jetzt nicht unbedingt, dass das... also es gehört nicht zu meinen Favoriten. Aber vielleicht seid ihr ja jemand, der gerne so kombinierte Sachen mit Rüstungsteilen mag. Für den oder für diejenigen unter euch dürfte das ja eigentlich ein ganz schickes Outfit sein. Die Beinrüstung hier oben mit den Schleifen finde ich sehr cool. Die gefällt mir. Aber der Rest hier oben ist nicht unbedingt so meins. Und hier sind wir jetzt bei den Musketieren angekommen. Daran erinnert mich das wirklich, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Hut, den ich euch dazu gezeigt hatte, mit dieser großen Feder an der Seite, der gehört nämlich dazu. Hier oben mit dem Gurt über der Schulter, das ist... Ah, Hammer. Ich finde das klasse, das Outfit. Ab Level 15 könnt ihr euch in einen Bunny verwandeln, ein sehr spezielles Outfit, muss ich sagen. Aber es hat was, es hat auf jeden Fall was, hier sogar mit Puschelschwänzchen. Bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu so sagt. Ich find's cool, weil es eben mal was anderes ist. Beim Bunny-Thema bleiben wir auch direkt mit dem Kleid. Nicht unbedingt in dem Sinne wie beim anderen. Aber guckt mal, wir haben hier kleine Möhrchen an den Socken.
Wir haben hier eine Möhre auf dem T-Shirt. Hier haben wir so ein Tuch um den Arm gebunden, auch wieder in dem Orange von Möhren. Das spiegelt sich dann hier doch alles wieder. Dann dieses Rosa noch dazu, Pelz. Ist vielleicht ein bisschen was wie die Übergangszeit. Meh. Wir sind ein Schäfchen. Meine Güte, muss es warm sein unter dem Outfit. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so angenehm ist, um damit zu reiten. Aber es ist natürlich auch wieder was ganz anderes. Es sticht aus der Masse raus. Ich habe damit früher nicht so viele rumreiten sehen. Aber vielleicht jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, das Spiel zu spielen. Auch hier würde mich echt mal eure Meinung dazu interessieren, zu diesem lustigen Schäfchenkostüm. Übrigens ab Level 15 das hier kaufbar und die beiden hier ab Level 10. Ab Level 20 kommt ihr an dieses Outfit, was mich persönlich so ein bisschen ja an Richtung Cowboy erinnert, muss ich sagen. Das sieht hier oben so ein bisschen aus wie so ein Flanellhemd. Dann das Karo-Muster dazu, das Halstuch hier so locker umgebunden. Und auch hier oben und an den Stiefeln runter diese Fransen. Ist so ein bisschen westernmäßig das Outfit angehaucht. Ebenfalls ab Level 20 bekommt ihr dieses ja, Kleidchen im Lolita-Style. Lolita deswegen, es hat so, die hat diese Schleifen überall und Rüschen und hier dieses Kreuz und hier hinten mit dem Kreuz noch in der Kette. Deswegen erinnert mich das an diese Stilrichtung. Dann sind wir hier bei Alice im Wunderland. Sehr cooles Outfit. Ich finde es toll, eben weil es auch so eindeutig an was erinnert. Ja, mal das Häschen, den verrückten Hutmacher. War es der verrückte Hutmacher? Ja, ne? Die Teeparty und hier haben wir die Uhr. Das spiegelt sich hier alles wieder. Hier mit den Farben. Herz, Kreuz, Karo und hier unten haben wir auch Pik noch. Und es ist wohl so ziemlich das einzige Outfit, was flache Schuhe anhat in diesem Spiel. Ja. Dieses Kleid hier kann ich wieder recht schwer in einem bestimmten Stil zuordnen. Ich weiß auch nicht, ob das hier oben Federn sind oder was das hier darstellen soll. Aber nichtsdestotrotz, egal zu welchem Thema sich das zuordnen lässt, finde ich es persönlich ein sehr schickes Kleid und es wird definitiv auch mit zu meinem Kleiderschrank gehören. Das hier ist jetzt im Gothic-Stil gehalten, schwarz-rot, so ein bisschen wie so eine Corsage hier zusammengeschnürt, sieht man hinten sehr schön. Dann hier die Ketten überall rundrum. Hier oben ein bisschen Nieten. Also das hier so Gothic-Style, finde ich auch sehr cool. Das hebt sich mal so komplett von dem ganzen anderen, Outfits ab. Als nächstes kommen jetzt gleich wieder zwei putzigere Outfits, süßere Outfits. Das hier sehr mädchenhaft gehalten, passend zu dem Haarreif, den ich euch gezeigt hatte vorgestern. Der schwarze mit dieser weiß-lila-blauen Blume. Da wäre das hier das passende Kleid zu. Und als nächstes dieses Kleid hier. Ist aber auch wieder so ein bisschen... Ja, man kann schon wieder so ein bisschen in die Lolita-Richtung einsortieren. Mit den Strümpfen, die Schleifen da dran. Ich finde, da passt es wieder ganz gut rein. Und hier haben wir jetzt... Ja, das ist das passende Outfit tatsächlich zu der Nonnenhaube. Okay, es scheint wohl eine sexy Nonne zu sein, denn so würde man im normalen Leben definitiv keiner Nonne draußen begegnen. Aber naja gut, in Computerspielen ist alles anders und was Outfits angeht, in koreanischen Computerspielen sowieso... Von daher passt das hier sehr gut rein. Das Kleid an sich finde ich cool. Die Haube hat mir ja nicht so gut gefallen. Das Kleid finde ich aber echt eigentlich ganz cool sogar. Jetzt habe ich ein Leckerbissen für alle, die die Rüstung mögen. Ba, 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 ba. Ich finde die so toll. Mit dem schwarzen Rüstungsteilen. Dann überall diese Goldverzierungen dran. Auch hier auf diesem roten... Teil hier, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man das, es ist ja so hier so übers Kleid gesetzt. Auch hier unten an den Nähten dieser goldene Abschluss. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr stilvoll, macht auf jeden Fall was her. Und ist für mich persönlich meine Favoritenrüstung.
wir sind aus tausend Nacht auf einem fliegenden Teppich rübergeflogen. Naja, auf einem fliegenden Pferd. Sie können ja hier auch fliegen. Hier haben wir diese leicht durchsichtigen Hosen an, dieses Tuch hier übergeworfen. Damit passt man auf jeden Fall sehr gut in die Wüstenmaps hier rein. Dann dieses, ja, erinnert mich so ein bisschen an Kavallerie, aber auch barock, hier mit diesen unten ausgestellten Ärmeln, so rüschenmäßig, auch hier auf der Bluse nochmal. Das Outfit, definitiv auch eins meiner Favoriten, würde ich fast so ein bisschen farblich gesehen in Richtung Waldläufer stecken. So mit diesem Leder und dann das Grün noch mit drin, viele Brauntöne, hier die Federn an der Seite. Ich finde, das passt ganz gut in diese Rüstung, in diese Richtung rein. Und zum Schluss haben wir dann hier noch das, man kann fast sagen, klassische Reiteroutfit. Ich meine, natürlich hat man im Reitsport nicht so hohe Stiefel an und die Jacketts sind anders geschnitten, aber einfach so vom Stil her. Einfach schwarze Stiefel, das Jackett, die weiße Hose dazu. Das spiegelt das, finde ich, sehr gut wieder. Finde ich auch richtig schick, aber man bekommt es erst ab Level 57. Wow, dafür muss man schon einiges getan haben. Aber sehr, sehr schick. Das war es jetzt aber auch schon von den Komplett-Outfits. Morgen machen wir weiter mit den Oberteilen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Also, bis dann.